Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Bull Video Magazin und einem ganz kleinen News-Video zwischendurch. Heute kam schon ein Onward-Video, das war auch gar nicht geplant, dass das jetzt noch kommt. Aber ich habe gerade was gesehen und das finde ich ist super spannend, super interessant und solltet ihr auf jeden Fall auch erfahren. Und es geht nämlich ums Legoland Deutschland, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt. Und die verlängern die Saison dieses Jahr. Der Park hat im November noch regulär vom 1. bis zum 7. November täglich geöffnet, von 10 bis 18 Uhr. Und nach dem 7. November verlängert das Legoland Deutschland die Saison dieses Jahr und wird im kompletten November alle Wochenenden aufhaben. Was bedeutet, das Wochenende beginnt schon Donnerstag, denn von Donnerstag bis Sonntag ist dann der Park nochmal zusätzlich geöffnet. Heißt vom 11. bis 14., 18. bis 21., 25. bis 28. November, dann immer von 10 bis 17 Uhr. Also damit die Freizeitparksaison dieses Jahr nicht so kurz ist, geht es halt auch nochmal den kompletten November weiter im Legoland Deutschland. Und am 28. November, was ja dann der allerletzte Saisontag ist, gibt es auch noch ein ganz großes, spektakuläres Abschlussfeuerwerk. Wenn das mal keine guten Nachrichten sind, man kann natürlich jetzt auch in den Kommentaren gerne spekulieren, welcher Park denn noch irgendwie irgendwas macht. Ich kann mir natürlich jetzt gut vorstellen, dass auch der Heidepark eventuell nachziehen könnte. Ist halt beides Merlin Entertainments. Aber darum soll es jetzt erstmal gar nicht gehen, außer wir quatschen natürlich weiter in den Kommentaren. Aber ich finde es super spannend und super interessant, dass das Legoland Deutschland die Saison verlängern wird. Eure Meinung dazu jetzt gerne schreiben und ich bin raus. Wir sehen uns morgen wieder. Um 18 Uhr gibt es hier ein ganz großes Video, auf das ihr schon lange wartet. Nicht so lange, wie ihr jetzt wahrscheinlich denkt, was ihr erwartet, aber ist ja auch egal. Ich bin jetzt raus, ihr seid die coolsten. Euer Profis Red Review Magazin. Peace.